Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Hallo, ihr Speedlearner da draußen. Kennst du das? Du lernst eine Fremdsprache und du hast das Gefühl, irgendein Arbeitskollege neidet dir deinen Erfolg. Also etwas, was wir oft erleben, wenn Teilnehmer bei uns unser 3-Tage-Intensivtraining für irgendeine Sprache besuchen, dass es dann immer wieder Leute gibt, die kommen und sagen, ich habe gehört, dass du 3 Tage Englisch gelernt hast. Jetzt sag doch mal, was heißt denn auf Englisch? Meine Oma ist beim Gartenschlauchreinigen vom Dach unserer kleinen Laube gefallen. Und natürlich wisst ihr nicht, was das auf Englisch heißt. Und da wird immer unterstellt, dass ihr überhaupt kein Englisch gelernt habt oder Französisch oder Russisch oder welche Sprache ihr eben bei uns lernen wollt. Warum tun Menschen sowas? Ganz einfach. Sie gönnen dir deinen Erfolg nicht. Menschen, die selbst mehrere Sprachen sprechen, werden interessiert sein, werden dich fragen, wie du diese Sprache in 3 Tagen gelernt hast, was alles gemacht wurde, wie es jetzt weitergeht, und sie werden dir ihre Hilfe und Unterstützung anbieten. Menschen, die ein schwaches Selbstvertrauen haben, gönnen anderen ihren Erfolg nicht und deswegen werden sie dich runterziehen. Ich nehme dir ein Beispiel. Es kommt jemand, der ist ein Experte in seinem Gebiet. Und wenn du einen Job wegen fehlender Sprachkenntnisse nicht bekommst, dann war ein anderer besser als du. Fehlende Sprachkenntnisse sind nie der Grund, weshalb du einen Job nicht bekommst. Wenn du wissen möchtest, was du im Vorfeld tun kannst, um deine Sprachkenntnisse und deine Expertise zu zementieren, dann höre dir in der letzten Podcast-Folge den Hidden Track an. Oh, habe ich verraten, dass es einen Hidden Track bei den Podcast-Folgen der letzten Zeit gab? Das war keine Absicht. Ich glaube, das muss ich rausschneiden. Also nochmal zurück. Ja. Also, wenn du das Gefühl hast, dass du Englisch nicht so gut kannst, wie du es können solltest, dann ist das dein ganz persönliches Selbstvertrauen. Ich habe jemanden kennengelernt, der kam aus Kärnten. Und der Kärnten, für alle, die aus Deutschland kommen und nicht wissen, was Kärnten ist, Kärnten ist ein Bundesland in Österreich. Und dort spricht man das ein oder andere Mal einen sehr strengen Dialekt. Und ich habe jemanden gehabt, der mich nach Kärnten eingeladen hat, um dort das Team seiner Firma auf Englisch zu schulen. Und tatsächlich habe ich festgestellt, dass ich diesen Burschen nicht verstanden habe. Also er hat Deutsch gesprochen, also das, was er in Kärnten als Deutsch definiert, und ich habe ihn nicht verstanden. Und mir war völlig unklar, wie ich diesen Menschen, wenn ich ihn noch nicht mal auf Deutsch verstehe, Englisch beibringen soll. Am Ende war es aber so, dass er ein Englisch gesprochen hat, das so gemischt war mit Kärntnerisch, dass sowohl Deutsche als auch Engländer ihn verstanden haben. Und das hat er mit einem solchen Selbstvertrauen getan, dass du ihm alles abgekauft hättest, was er dir anbieten möchte. Also Punkt 1, dein Englisch ist von Tag zu Tag besser. Oder ich nehme jetzt Englisch exemplarisch für alle Sprachen. Ja, es ist egal, ob du Spanisch lernst, Italienisch, Arabisch, Chinesisch, völlig egal. Jeden Tag wird diese Sprache und deine Kenntnis in dieser Sprache ein bisschen besser. Das ist normal, weil du dich weiterentwickelst und weil du einem Plan folgst. Wenn jetzt Kollegen kommen und dich dafür, wie soll ich sagen, kritisieren, wenn sie sagen, also ganz ehrlich, dein Englisch ist aber echt schlecht. Da gibt es eine ganz einfache Aussage, denn du bist nicht in dieser Firma angestellt, um Englisch zu reden und anderen Leuten möglicherweise englische Bücher zu schreiben. Du bist kein Sprachlehrer in diesem Unternehmen. Ich meine, wenn du dich als Englischlehrer bewirbst, sollte dein Englisch natürlich einigermaßen gut sein. Klar, aber wenn du dich jetzt zum Beispiel als Experte für Marketing oder als Programmierer oder als medizinische Fachkraft in einem Unternehmen bewirbst, dann entscheidet dein Netzwerk, das du mitbringst, deine Expertise, deine Erfahrung, deine bisherigen Ergebnisse und Erfolge darüber, ob du den Job bekommst, und nicht deine Sprachkenntnisse. Deswegen werden natürlich auch Leute eingestellt, deren Sprachkenntnisse noch nicht ausreichen. Denn das ist etwas, was man entwickeln kann. Sprachkenntnisse kann man lernen. Aber das Netzwerk hintendran oder die Erfahrung, die kannst du nicht lernen. Und deswegen kriegst du den Job. Nicht, weil du so gut Englisch kannst. Wenn 2 gleichwertige Bewerber da sind, dann sind die Sprachkenntnisse ausschlaggebend. Aber nicht, wenn du ein Unikat bist.
So, jetzt hast du diesen Job also bekommen und dein Englisch ist im Moment noch in der Aufbauphase. Jetzt kommt jemand und sagt dir, aber mal ganz ehrlich, dein Englisch, da musst du schon noch dran arbeiten. Dann sagst du beim nächsten Mal einfach, weißt du, arbeiten wir hier für ein Pharmaunternehmen oder für eine Sprachschule? Oder du antwortest, wir sind doch keine Sprachschule. Wieso regst du dich über meine Englischkenntnisse auf? Oder, um es noch einmal ein bisschen drastischer zu sagen, du sagst ganz einfach, well, this is not a bloody language school. We are doing a marketing business here. Also, das ist keine gottverdammte Sprachschule, in der wir arbeiten, sondern wir machen Marketing. Und solange deine Zahlen schlechter sind als meine, entspann dich. Für Firmen, die mehrere Mitarbeiter haben, die in Sprachen oder von mir aus auch in anderen Skills geschult werden müssen und möchten, bietet die Speed Learning Academy jetzt das Employee Assistance Program an. Employee Assistance Program ist ein Konzept, das ursprünglich aus den USA kommt, deswegen ist es auch auf Englisch und wurde aufgebaut, um Mitarbeitern Entwicklungsmöglichkeiten zu geben, ohne dass der Vorgesetzte so richtig eine Einflussnahme hat, sagen wir mal. Employee Assistance Program bedeutet, die Firma bucht ein bestimmtes Kontingent an Stunden bei uns und die Mitarbeiter können diese Stunden für ihre Sprachtrainings oder für ihre Lernprozesse oder für ihre Persönlichkeitsentwicklung, whatever they want, in Anspruch nehmen. Und sagen wir mal, jetzt bucht eine Firma 60 Stunden für ihre Mitarbeiter bei uns und dann habe ich einen Mitarbeiter, der möchte einfach nur seine E-Mail Korrespondenz auf Englisch optimieren und bucht mal so 2 Stunden. Der nächste merkt, dass er noch große Defizite in der französischen Sprache hat und bucht gleich 10 Stunden für diesen Monat. Und der dritte liegt irgendwo dazwischen. Und so gibt es die Möglichkeit, jeden Mitarbeiter nach seinen persönlichen Bedürfnissen und Bedarfen zu fördern. Und das ist etwas, dass immer mehr Firmen jetzt einfach auch in Anspruch nehmen, sodass wir mit unserem Team den Unternehmen anbieten, ihr bucht ein Kontingent, es wird dann immer eine Zusammenarbeit für mindestens 3 Monate vereinbart und dann wird mit jedem Mitarbeiter, der Leistungen bei uns aus diesem Kontingent in Anspruch nehmen möchte, erstmal ein 15-minütiges Infogespräch geführt, das nicht von diesem Stundenkontingent abgeht. Und dann wird festgelegt, wo derjenige hin möchte. Und wenn er unsere, beispielsweise Englisch lernen möchte und unseren Powerkurs, Premiumkurs, mit unseren 10 Einheiten abgearbeitet hat, bekommt er eine entsprechende Zertifizierung dafür. Wenn derjenige unseren 30-Tage-Training für das perfekte Gedächtnis oder unseren Mathe-Insider für Buchhalter zum Beispiel abarbeiten möchte oder unser Fitnessprogramm, dann entsprechend diese Zertifizierung. Es wird also festgelegt, wie definiert der Mitarbeiter sein persönliches Ziel, das er durch das Employee Assistance Program erreichen möchte. Und dann wird festgelegt, welcher Trainer aus unserem Team mit ihm arbeitet. Und dann geht's los. Und die Firma bekommt am Ende lediglich die Nachricht, dass Mitarbeiter A so und so viele Stunden in Anspruch genommen hat, Mitarbeiter B so und so viel, Mitarbeiter C so und so viel. Es wird aber nicht darüber gesprochen, was inhaltlich genau gemacht wurde. Einfach nur dokumentiert, dass entsprechend diese Stundenkontingente in Anspruch genommen wurden. Gut, wenn du Interesse hast an einem Employee Assistance Program oder wenn du auch noch ein bisschen mehr Input möchtest, wie du dein Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch oder welche Sprache auch immer verbessern möchtest, dann melde dich einfach bei uns. Wir bieten auch dieses Jahr wieder gezielte Einzeltrainings in Deutschland oder im Ausland an und wir werden auch regelmäßig so alle 3 Monate ein Gruppentraining anbieten. Gruppentraining hat den Vorteil, dass es für den Einzelnen ein bisschen günstiger wird, von der finanziellen Investition her und man natürlich auch noch ein bisschen in andere Bereiche reinkommt, was das Vokabular angeht, nicht nur in seinem eigenen Fachbereich, sondern auch in anderen.
Hat ein bisschen den Nachteil, dass pro Person natürlich ein bisschen weniger Zeit ist, aber auch da hat man ja die Möglichkeit, an 3 Tagen zum Beispiel 24 Stunden am Tag sich mit der Sprache zu beschäftigen und dann wird da auch schon ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Prima. Ansonsten, wenn du jemanden kennst, der Kinder hat im schulpflichtigen Alter oder du selbst nochmal so ein bisschen die Basics der Schule für dich aufbereiten möchtest, dann hol dir doch für 10 € im Monat einfach ein Jahresabo an der Speed Learning School. Unter speedlearning.school kannst du dich da registrieren und da findest du die entsprechenden Inhalte, die Schülerinnen und Schüler heutzutage lernen müssen und natürlich auch immer wieder Übungen, Material aus allen Bereichen. Jede Woche kommt neues Material dazu und wir haben auch tatsächlich immer mehr Erwachsene, die diese Plattform nutzen. Okay, in diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit und bis nächste Woche. Hidden Track. Es gibt eine Plattform, die nennt sich Synthesia. Und Synthesia ist eine Plattform, über die du Avatare kreieren kannst. Es ist ein Videoprogramm, bei dem du einen Text eingibst. Und dann suchst du dir eine Person aus, die ein Mann oder eine Frau unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Herkunft und kannst die jeweilige Sprache, die du in dieses Avatarprogramm einpflegst, auswählen. Also zum Beispiel Englisch, Französisch, da gibt es dann die kanadische Form, die britische Form, die US-amerikanische Form, die indische Form oder eben im Französischen die französische, also die europäisch-französische, die kanadisch-französische. Und dann erzählt dir dieser Avatar in der jeweiligen Sprache diesen Text. Man sieht, dass es eine künstliche Intelligenz ist, es ist noch nicht so weit fortgeschritten, aber es hilft gerade in Bereichen, in denen Menschen möglicherweise Angst vor Kontakt mit anderen Menschen haben, vielleicht bei sozialen Phobien, oder aber auch zum Training von Standard-Einwandbehandlungen, von Türöffnern, von klassischen Gesprächen. Und gleichzeitig ist es auch ein nettes Gimmick, wenn man neue Kunden hat, um ihnen eine Begrüßungsbotschaft zukommen zu lassen. Also, probier's mal aus. Synthesia.com ist die Website. Ansonsten vielen Dank und bis nächste Woche.